Saisoneröffnung der Country-Szene Oberösterreich fand am 10. Januar in Ansfelden im Tanzland Strauß statt. Desperado Werner mit seiner Band The Naked Feet Country Band, John T.C. and the Troubleshooters und Fashion by Katharina luden zum Countryball und Line-Dance-Clubs aus ganz Oberösterreich, Salzburg, Wien und der Steiermark folgten dieser Einladung und machten die Veranstaltung zu einem gelungenen Fest. Die beiden Bands spielten abwechselnd und bei ausgelassener Stimmung wurde die Tanzfläche fleißig genutzt. Ein Highlight war das Defilé der Old-Style-Kleidung. Norbert Gierser vom Vienna Country und Western Club mit Freunden, Westco Liners aus Böheimkirchen, Country Club Leiben sowie der Country Circle Bad Ischl kamen extra angereist und präsentierten die Mode von Fashion by Katharina. Die Country-Szene hat mittlerweile viele Gesichter. Den größten Anteil an Interessierten trägt zurzeit die Line-Dance-Bewegung. Alleine in Oberösterreich gibt es um die 15 Line-Dance-Clubs. Kenner und Insider des Traditional Country gibt es bei uns seit den 50er Jahren und das Interesse ist im Laufe der Zeit beständig geblieben. Der Trend liegt heute bei schwungvoller und tanzbarer Country-Musik mit dem Qualitätsstandard professioneller Musiker. No matter what a trade, he gonna last you when you're in your shape. So you'll judge him in your ring. I'm sure you're taking him. Just put him hammer down and give it hell. Sit on his side down. Just move a little, fall out the line. Unser Kamerateam wird auch 2015 wieder viele interessante Festivals und Events besuchen, um die tolle Stimmung und gute Country-Musik einzufangen und euch zu präsentieren. Am besten also dranbleiben. All the best for you, Countryline EU.